Der Teil, den man erhält, wenn man ein Ganzes durch vier teilt, heißt ein Viertel. Eins geteilt durch vier ist also ein Viertel. Nimmt man drei solche Teile, so erhält man drei Viertel. Drei Viertel ist nichts anderes als drei geteilt durch vier. So entstehen also Brüche. Und solch ein Bruch a über b heißt nichts anderes als a geteilt durch b. Die Zahl, die oberhalb vom Bruchstrich steht, heißt der Zähler. Und die Zahl, die unterhalb vom Bruchstrich steht, heißt der Nenner. Aber wie rechnet man mit solchen Brüchen? Kommen wir zuerst zum Kürzen und zum Erweitern. Der Bruch 24 Sechzehntel, das bedeutet 24 geteilt durch 16 und das ergibt 1,5. 3 halbe ergibt aber auch 1,5, also sind diese zwei Brüche gleich. Die 24 ist auch gleich zu 3 mal 8. Und die 16, die ist gleich zu 2 mal 8. Wenn man dann hier diese 2 8 streicht, dann bleibt der Bruch 3 halbe übrig. Und genau diese Zahl, die oben und unten multipliziert wegstreichen, genau das nennt man Brüche kürzen. Also, um von 24 zur 3 zu gelangen, haben wir ganz einfach durch 8 geteilt und um von 16 zu 2 zu gelangen, haben wir ganz einfach auch durch 8 geteilt. Wenn also oben und unten bei einem Bruch dieselbe Zahl multipliziert, so darf man diese einfach wegstreichen. Die Brüche sind dann trotzdem gleich. Verallgemeinern wir das in dieser Form: a mal c geteilt durch b mal c, das ist genau derselbe Bruch wie a geteilt durch b, indem man ganz einfach durch c geteilt hat. Das heißt, diese Zahl c, die den Zähler multipliziert und gleichzeitig den Nenner multipliziert, die kann man wegstreichen. Diese Zahl wegstreichen nennt man also von links nach rechts kürzen. Man kann natürlich auch die Formel lesen von rechts nach links. Das heißt, wenn man solch einen Bruch hat, dann darf man oben und unten mit derselben Zahl multiplizieren. Der Bruch bleibt dann unverändert. Von rechts nach links gelesen, das nennt man einen Bruch erweitern. Die allgemeine Regel heißt, man kürzt einen Bruch, indem man Zähler und Nenner durch einen gemeinsamen Teiler teilt. Und man erweitert einen Bruch, indem man Zähler und Nenner mit einer selben Zahl multipliziert. Kommen wir zur Addition. Zum Beispiel ein halbes plus zwei Drittel. Hier haben wir eine Einheit. Dieses eine Stück, das ist die Hälfte von der Einheit. Und dieses Stück, das ist ein Drittel von der Einheit, also zwei Drittel von der Einheit, das sind zwei solche Stückchen. Und wir sollen jetzt ein halbes zu zwei Drittel addieren. Um ein halbes und zwei Drittel zu addieren, teilt man das Ganze am besten in Sechstel auf. Auch hier, wir teilen das in Sechstel auf. Und können jetzt sagen, ein halbes ist dasselbe wie 1, 2, 3 Sechstel und 2 Drittel ist dasselbe wie 1, 2, 3, 4 Sechstel. Also, um ein halbes und 2 Drittel zu addieren, setzt man am besten diese Brüche auf Sechstel. Ein halbes, das sind 3 Sechstel und 2 Drittel, das sind 4 Sechstel. Und 3 Sechstel plus 4 Sechstel, das ergibt dann 7 Sechstel. Und wie bringt man ein halbes auf 3 Sechstel? Indem man diesen Bruch ein halbes um 3 erweitert
und den Bruch 2 Drittel bringt man auf 4 Sechstel, indem man diesen Bruch 2 Drittel um 2 erweitert. Moral der Geschichte: Um zwei Brüche zu addieren, bringt man sie auf den gemeinsamen Nenner, hier die 6, und addiert dann die Zähler. So heißt die Additionsregel von zwei Brüchen. Um zwei Brüche zu addieren, bringt man sie auf einen selben Nenner und addiert die Zähler. Bei der Subtraktion funktioniert das ganz genauso. Um diese zwei Brüche zu subtrahieren, macht man sie zuerst gleichnamig. Das heißt, hier erweitern wir den Bruch um 2 und hier erweitern wir den Bruch um 3. 3 mal 2 macht 6, 4 mal 2 macht 8, 2 mal 3 macht 6 und 1 mal 3 macht 3. Jetzt haben wir beide Brüche auf denselben Nenner und dann werden die Zähler ganz einfach subtrahiert. 8 Sechstel minus 3 Sechstel, das sind 8 minus 3 Sechstel, also 5 Sechstel. Die Regel lautet, um zwei Brüche zu subtrahieren, bringt man sie auf einen gemeinsamen Nenner und subtrahiert die Zähler. Kommen wir jetzt zur Multiplikation von Brüchen. Um 3 Fünftel von 7 Viertel zu berechnen, rechnen wir selbstverständlich 3 Fünftel mal 7 Viertel. Und um diese zwei Brüche zu multiplizieren, reicht es, die zwei Zähler miteinander zu multiplizieren, sowie auch die zwei Nenner miteinander zu multiplizieren. So finden wir 21 Zwanzigstel. Ein zweites Beispiel: Um 20% von 7 Viertel zu berechnen, rechnen wir 20 pro Zent von 7 Viertel. Wir rechnen also 20 Hundertstel mal 7 Viertel. Hier können wir schräg kürzen. 20 geteilt durch 4, das macht 5. Und 4 geteilt durch 4 macht 1. So bleibt noch die Multiplikation dieser zwei Brüche übrig. Und das ergibt dann 35 Hundertstel. Allgemeine Regel: Um zwei Brüche miteinander zu multiplizieren, multipliziert man die Zähler miteinander und auch die Nenner miteinander. Jetzt das Dividieren. Schauen wir uns diese Division an. 7 Viertel geteilt durch 3 Fünftel. Diese Erweiterungsregel ist gültig für egal welche reelle Zahl c, außer für 0, denn durch 0 kann man nicht teilen. Also dürfen wir diesen Bruch erweitern um egal welche Zahl c verschieden von 0. Clevererweise erweitern wir diesen Bruch um den Kehrwert von 3 Fünftel, das heißt um 5 Drittel. Dieser Bruch wird also oben und unten mit 5 Drittel multipliziert. So haben wir den Bruch um 5 Drittel erweitert und ihn insgesamt nicht verändert. Warum nehmen wir 5 Drittel? Weil 3 Fünftel mal 5 Drittel 1 ergibt. Und somit erhalten wir als Bruch das Produkt dieser beiden Brüche geteilt durch 1, das heißt das Produkt dieser beiden Brüche. Wenn wir jetzt von Anfang anschauen bis dahin, so können wir deuten, um diesen Bruch durch den zweiten Bruch zu teilen, multipliziert man den ersten Bruch, die 7 Viertel, mit dem Kehrwert von dem unteren Bruch, von den 3 Fünftel. Also nochmal, um diesen Bruch durch diesen Bruch zu teilen, multipliziert man den ersten Bruch, 7 Viertel, mit dem Kehrwert von dem zweiten Bruch. Und diese Multiplikation ergibt dann 35 Zwölftel. Allgemeine Regel:
um einen Bruch durch einen zweiten zu teilen, multipliziert man den ersten mit dem Kehrwert des zweiten. Viele Leute behalten diese Regel, aber wenige Leute wissen, wieso das so ist. Wieso multipliziert man den ersten mit dem Kehrwert des zweiten? Die Antwort auf diese Frage steckt in dieser Überlegung: Wir erweitern den Anfangsbruch durch den Kehrwert des zweiten Bruchs, so dass dieser Nenner 1 ergibt. Und so stößt man dann auf diese Rechenregel. Ich schlage vor, viele Bruchrechnungen vorzunehmen und die Ergebnisse zu überprüfen anhand von dieser Taste auf dem Taschenrechner.